Hilfe vor Ort, schnell und unbürokratisch. Das ist nicht nur ein Slogan, der den Rotary Club Lungau begleitet, er wird auch umgesetzt. So dient auch der Adventmarkt in St. Michael zur Mittelbeschaffung, um Menschen in Not zu helfen. Ja, natürlich ist die Geburtsstunde, da war ich mit dabei bei dieser Gründung des Clubs. Und das ist natürlich ein Liebkind von mir und das habe ich auch diesmal wieder übernommen. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin diese tolle Institution als Club, als Service-Club im Lungau, in unserem Lungau führen können. Die Rotariers aus dem Lungau unterstützen aber nicht nur hilfsbedürftige Menschen in der Region. Mit ihrem selbst kreierten Weinsortiment der Edition St. Leonhard wird auch der Innenausbau der Wallfahrtskirche unterstützt und helfen somit, das kulturelle Erbe zu bewahren. Einige wissen vielleicht nicht genau, was steckt hinter den Rotariern. Erklärst du uns das mal? Ja, wir haben insgesamt 1,4 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt, wo wir helfen hilfebedürftigen Menschen. Wir im Lungau haben ca. 30 Mitglieder im Club, unter anderem auch Damen mit dabei im Club. Und unsere Damen helfen natürlich auch sehr viel, bieten sehr viel Serviceleistung, vor allen Dingen auch wieder hilfebedürftigen Menschen im Lungau. Wir unterstützen gerade im Moment auch zwei schwerstbehinderte Kinder im Lungau. Die jährliche Rotary Große Gschitorrois unter dem Motto Sporteln für einen guten Zweck ist ein weiteres Projekt der Rotarier. Auch hier kommt der Reinerlös der Veranstaltung zur Gänze in Not geratenen Lungauer Familien zugute. Die ganzen Beteiligten, was da dabei sind, ob das der Dr. Gell ist oder wer immer, die machen das einfach ordentlich und wir beteiligen uns mit einer gescheiten Spende wieder, dass wir wieder dabei sind. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder oben treffen. Ja, natürlich. Also man tut was Gutes und vor allem tut man sich selbst auch was Gutes, wenn man sich ein bisschen sportlich betätigt. Wenn die Zeit jetzt nicht genau nach dem Pacemaker geht oder wie es früher war, dass man genau die eine Stunde braucht oder schneller ist, langsamer ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sein Tempo findet und sich nicht hetzen lässt. Und das gilt nicht nur fürs Skitourengehen. Es ist ein gewaltiges Projekt auch, wenn da über 150, 170 Skitourengeher auf das große Eck hinauf marschieren. Und ich muss auch sagen, dass es sehr unterstützt worden ist, das ganze Projekt, von der Liftgesellschaft, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Auch natürlich von der Gastronomie der Familie Schitter, die auch sehr viel dazu beiträgt, dass das eine großartige Veranstaltung ist. Am 20.01. findet es heuer statt. Ich muss sagen, wir hoffen, dass wieder so viele Teilnehmer dabei sind. Alle natürlich sehr, sehr herzlich eingeladen.